Lieben, herzlich willkommen. Jetzt ist endlich der Zeitpunkt da, auf den ich so lange gewartet habe. Was heißt so lang? Ein Monat eben lang, aber ein Monat, ein Budgetmonat kann ganz schön lange werden zum Ende hin. Ich glaube, viele von euch würden dem zustimmen. Jedenfalls, heute ist das neue Juni-Budget endlich da und das wird kompliziert. Ich habe es ja schon ein paar Mal so teasermäßig angekündigt, aber es ist wirklich so. Um das mal zum Ausdruck zu bringen, zeige ich euch mal so ein bisschen Zettelchaos, was ich hier so habe mit Notizen und Sachen, an die ich, was das neue Budget angeht, denken muss. Die kommen jetzt auch gleich mal zur Seite, damit es hier ein bisschen schöner ausschaut. Und da seht ihr auch gleich meine neuen Karteikarten. Die sind dieses Mal mal so ein bisschen schicker. Ich habe ja diese, die ich auch dafür genutzt habe, diese goldenen Aufkleberchen mit den Buchstaben, mir mal beim Teddy gekauft. Und ich habe davon noch so viele und meine ganzen Umschläge sind ja schon fertig. Und deswegen dachte ich mir, hey, die haue ich jetzt einfach mal raus und mache jetzt mal meine Karteikarten für die verschiedenen Kategorien so richtig schick in dem Monat. Und vielleicht motiviert mich das ja und ist dann so das Tüpfelchen auf dem I, um durchzuhalten. Golden sind die, jetzt sieht man das auch richtig. Weil das wird schwierig und das wird spannend, aber mehr dazu gleich. So, mal hier verstecken. Jetzt gehen wir mal gleich auf unsere Budget-Seite. Und dieses Budget hier haben wir ja abgeschlossen. Da sind wir mit minus 709 Euro rausgegangen. Die 11 Cent lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen. Und das können wir auch direkt rausnehmen. Das kommt dann in meinen Schreibtisch rein. Ich hebe die ganzen Budgets auf. Ich mache es immer so, dass auf der Vorderseite das große Budget-Sheet drauf ist mit dem kompletten Überblick. Und auf der Rückseite immer die Sinking Funds, weil das sind eigentlich die zwei Infos, die ich behalten möchte, wo ich auch mal zurückblicken möchte, um zu schauen, wie das in vorherigen Monaten ausgesehen hat. Die Expense Tracker, also die Karteikarten und die Sinking Funds Liste, also was genau von den Sinking Funds Töpfen bezahlt wurde, das brauche ich alles nicht, das werfe ich alles weg, aber dieses Blatt hebe ich auf und deswegen mache ich das auch immer so. Hier haben wir beim letzten Mal die ganzen Zahlen übertragen, damit wir hier unsere Endsumme haben. Und das ist deswegen wichtig, weil ich das schon ins neue Budget übertragen habe. So, was im alten Budget die Gesamtsumme am Ende ist, ist im neuen Budget natürlich die Startsumme. Seht ihr hier? Das passt jeweils überein und damit kann das hier nun eingemottet werden. So, und auf der Rückseite von dem Blatt habe ich jetzt mein brandneues Budget-Sheet. Ich hatte euch ja gesagt, ich war mit so ein paar Kleinigkeiten unzufrieden. Vielleicht holen wir es uns doch nochmal schnell zurück. Unter anderem war das deswegen, weil iCloud und Epidemic Music hatte bloß noch einen Platz, also Epidemic Music kam hier dazu als fixe Ausgabe. Das ist diese lizenzfreie Musik für den YouTube-Kanal. Das da hat mich gestört, dass es zusammengefasst war. Dann hat mich die Breite, das Format hat mich gestört. Also, dass ich das zum Teil zwei Spalten hatte bei Sachen, wo das absolut nicht notwendig ist, zwei Spalten zu haben. Da ist es ja wichtig, aber bei den anderen Sachen, zum Beispiel hier, da verändert sich eigentlich nicht viel und wenn sich was verändert, kann ich es ja genauso gut ausradieren und wieder neu hinschreiben. Also ich war einfach nicht mehr so hundertprozentig zufrieden mit dem hier und dann habe ich mir das da hier überlegt. Was sind jetzt die Unterschiede? Ich habe immer noch meinen Kontostand zum Monatsstart, zusätzliche Einnahmen, Gehalt, Kindergeld und das Gesamtbudget. Allerdings nimmt es jetzt nicht mehr die komplette Breite von dem Ganzen ein. Hier habe ich jetzt eine extra kleine Kategorie, wo am Ende nochmal die Gesamtrechnung nachvollziehbar ist. Also das Budget, das heißt, das ist dieses hier, das Gesamtbudget, Budget minus die Ausgaben, das ist dann praktisch alles andere hier, minus Blow Money, so nennen die Amis ja ihr Taschengeld, was sie so kriegen, also das, was dann
praktisch der Budgeter, also die Frau und der Mann meistens so zum eben rausschleudern haben. Geld, wofür man sich nicht verantworten muss, welches gar nicht protokolliert wird, also was dafür ausgegeben wurde, sondern worüber jeder einfach frei verfügen kann. Und hier möchte ich auch nochmal ungeplant drin haben und ungeplant nicht hier unten, weil da macht es ja eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, mehrere Spalten zu haben, weil ich für ungeplant ja eh nie was plane. Ne? Das ist klar. Eigentlich totaler Blödsinn, das da unten mit reinzunehmen. Und damit habe ich dann hier auch einen Platz für eine Bilanz. Die Bilanz war das, was ich immer hier oben noch drauf gemacht habe am Ende. Und ja, denke ich, ist hier auf jeden Fall besser untergebracht. Dann habe ich hier meine Fixkosten auf zwei Spalten verteilt und habe mir auch nochmal eine freigelassen für den Fall, dass sich da irgendwie was ändert, dass da nochmal was dazukommt. Und da habe ich es ein bisschen so aufgeteilt, wie ihr vielleicht seht, dass hier diese ganzen Abo-Geschichten sind, die man relativ easy kündigen kann. Und hier drüben sind eher so die fixen Sachen. Da habe ich hier auf der Seite meine ganzen Kredite und auf der Seite das ganze Sparen so gegenübergestellt. Und ich habe eine neue Kategorie eingeführt, und zwar Spenden. Das ist etwas, was ich mir ganz fest vornehme, sobald die Sinking Funds und auch vor allem die Emergency Fund wieder gut gefüllt sind, dass ich das zur absoluten Gewohnheit mache, auch was zu spenden. Und hier unten sind ganz regulär meine variablen Ausgaben, wobei ich mir da ein bisschen was eingespart habe, wie ihr seht. Lebensmittel ist noch da, Haushalt auch, Tierbedarf, Kinderkram, Freizeit, aber weggefallen ist eben das Taschengeld, weil das ja jetzt hier als Blow Money drin steht. Und ungeplant, was auch hier oben drin ist. Ja, noch sieht es ein bisschen traurig aus, aber das werden wir jetzt gleich ändern, indem wir das schön und bunt dekorieren. Aber lasst mich doch mal wissen, was ihr von dem neuen Budget Sheet haltet, ob ihr das alte besser fandet, ob es immer noch einen Überblick euch vermittelt und auch so ein bisschen, wie euer Budget Sheet aussieht. Das würde mich natürlich auch total interessieren. Ein paar von euch haben mich schon privat angeschrieben und mir so ein paar Sachen gezeigt. Ich sehe das unheimlich gerne, also eure Budget Sheets, eure Expense Tracker, diverse Excel-Tabellen, die ihr mit mir geteilt habt per Video, liebe ich so, so sehr. Also ich würde jeden einzelnen eurer Kanäle auch sofort abonnieren. Und ich wünschte einfach, es gäbe mehr solche Kanäle, die halt diese Ausgaben zeigen und dieses Budgetieren zeigen auf Deutsch. Also ich sehe sowas ja auch total gerne. Aber so selbstverliebt, dass ich mir meine eigenen Budget-Videos anschaue, bin ich dann doch wieder nicht. So, gut, dann kommt das jetzt aber wirklich weg. Es hat seine Aufgabe erfüllt. Jetzt schaue ich noch schnell da. Genau, das hier nutze ich einfach weiter. Da habe ich ein Washi-Tape reingemacht und schreibe hier weiterhin die Sinking Funds rein. Das ist dann praktisch, wenn das hier eingeheftet ist, immer auf der gegenüberliegenden Seite. Also ich habe es immer so, dass ich hier das Budget-Sheet habe, hier den Überblick über den Monat, also über die Fixausgaben. Und dann, wenn man umblättert, hat man hier die Sinking Funds. Und da hat man das laufende, die laufenden Ausgaben von den Sinking Funds. So finde ich das für mich zumindest so am praktischsten. So, jetzt wird verschönert. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst wird das Ganze zu lang, das Video. Ich neige ja zu sehr langen Videos, sobald ich quatschen darf. Das heißt, ihr dürft mir jetzt einfach mal beim Dekorieren zuschauen. Ich beschleunige das Ganze. Ihr bekommt schöne neue Musik zum Hören. Die alte dürfte euch auch mittlerweile zum Hals raushängen, denke ich. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und wir sehen uns gleich wieder. Thank you.
es ist ready to go. So, jetzt geht's los. Ich habe es auch schon gelocht. Ich muss hier ja unglaublich sparen mit meiner Breite. Wobei ich ja jetzt Gott sei Dank den Tipp habe, dass ich meine Tabs von den Dividern, dass ich die oben hin machen kann. Dann darf ich hier wieder ein bisschen mehr in die Breite gehen. Das ist auch gut, weil das ist auch wieder ein Ticken breiter, als eigentlich sein sollte. So, jetzt schauen wir mal. Der Kontostand zum Monatsbeginn ist das, mit dem wir aus dem letzten Monat rausgegangen sind. Und das sind minus 709 Euro. Ich freue mich schon darauf, wenn es irgendwann mal im Plus ist oder wenigstens null, wie es beim Zero-Based Budget ja eigentlich sein sollte. Zusätzliche Einnahmen haben wir in dem Monat, beziehungsweise habe ich, und zwar bekomme ich 150 Euro Geburtstagsgeld. 100 Euro bekomme ich von meiner Mama überwiesen und 50 Euro bekomme ich von Patricks Mama überwiesen. Das ist natürlich schön, ist allerdings auch alles schon fest verplant. So, das Gehalt bleibt bei 4.318 und das Kindergeld bei 408. Und dann rechne ich das mal eben schnell aus. So, 4.167 Euro haben wir zur Verfügung. Unser Gesamtbudget sind 4.167. Das übertrage ich jetzt noch nicht hierüber, weil es durchaus sein kann, dass wir in dem Monat noch mehr zusätzliche Einnahmen generieren. Das ist auch mein großes Ziel für diesen Monat. Warum das so wichtig ist, seht ihr jetzt dann gleich im Laufe vom Budget, weil da hat sich so einiges getan. Aber jetzt erstmal bleiben wir bei den Kategorien, die ein bisschen überschaubarer und ich sag mal planbarer sind, und das sind diese hier, die Fixausgaben. Da haben wir den Kindergarten und den Hort, da darf ich bei beidem nochmal 0 eintragen. Ich glaube, das ist jetzt der zweite Monat oder der dritte Monat schon, der ja bezahlt wird, wo wir keine Kosten haben. Heute war übrigens der allererste Kindergartentag für meine Kleine und die war so glücklich, ihre Freundinnen wiederzusehen. Gleichzeitig war es natürlich sehr schwierig, weil so viele Regeln bestehen. Sie dürfen zum Beispiel nicht singen, sie müssen mit Abstand zueinander sitzen beim Frühstück. Ach ja, also es ist alles schon irgendwie noch sehr sonderbar und sie meinte auch, mehrere Kinder hätten geweint, eben wegen dieser komischen Situation. Ihre beste Freundin wollte sie unbedingt umarmen, hat allerdings erzählt, dass ihre Mama gerne wollte, dass sie doch etwas Abstand hält und nicht umarmt, und das fiel ihr dann unheimlich schwer. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig, aber sie ist unglaublich froh, wieder im Kindergarten zu sein, und ich bin ehrlich gesagt auch unglaublich froh, dass heute der erste Tag nach 9 oder 10 Wochen, glaube ich sogar, was Mila betrifft, ist, wo beide Kinder zumindest für 2,5 Stunden mal wieder außer Haus waren. So sehr ich sie liebe, wenn sie weg sind, ist es auch toll. So, weiter mit der Lebensversicherung. Die kostet 52 Euro. Für Internet darf ich auch 0 eintragen. Da hatten wir ja den Anbieter, den Vertrag gewechselt. Beim Handy trage ich 31 ein. Kontogebühren sind 3 Euro. Audible ist jetzt tatsächlich wieder aktiv mit 10 Euro. Das wird jetzt auch sehr bald schon abgebucht. Netflix sind 12 Euro. Dann Spotify 15, da überlege ich, ob ich vielleicht auf die günstigere Variante wechsle. Die teurere Variante ist ja nur dann von Vorteil, wenn mehrere Beteiligte gleichzeitig hören, was bei uns wirklich mega selten vorkommt, aber das lasse ich mir mal noch durch den Kopf gehen. Und jetzt habe ich endlich iCloud und Epidemic Music voneinander getrennt. iCloud sind 10 Euro, Epidemic Music sind 13 Euro. Und da ist noch Platz für mehr, wobei mehr ist jetzt nicht unbedingt erwünscht von meiner Seite. Aber wer weiß, es wird sich immer mal wieder was ändern. Dann ist es an der Zeit, all dies zusammenzurechnen. So, 146 Euro sind unsere Fixausgaben. Warum ich jetzt da eine zweite Spalte gemacht habe, ist mir jetzt gerade selber nicht so wirklich klar. Wird sich wahrscheinlich nichts ändern, aber na gut, da habe ich eine zweite Spalte, die kann ich ein Smiley reinmalen, wenn ich möchte.
So, weiter geht's zu den fixen Ausgaben, was die Schulden angeht. Da haben wir den Hauskredit. Das sind 1.580. Dann haben wir den Privatkredit 1. Das sind 329. Den Privatkredit 2, wo wir immer noch 0 Euro haben. Der ist ja noch nicht einmal komplett ausgeschöpft. Wir sind ja immer noch mitten im Bau. Und den Studienkredit. Und wenn ihr jetzt da wisst, was mein großes Ziel ist, und zwar, dass ich den im Oktober komplett zurückzahle, dann wisst ihr auch, dass ich da normalerweise, also den vorherigen Monat, weit mehr reinschreibe als die 77 Euro Mindestrate. Und zwar, wenn wir mal zurückgucken, sind es 417 Euro, die ich eigentlich zurücklegen muss, damit diese Kosten gleichmäßig verteilt sind und ich im Oktober die Gesamtsumme zurückzahlen kann. Allerdings ist das diesen Monat nicht möglich. Und glaubt es mir, ich finde es ganz furchtbar schlimm. Also es ist ganz, ganz schwierig für mich, dass das nicht geht. Und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt schauen möchte, dass ich den Monat so viel wie möglich dazu verdienen kann, irgendwie Geld mobilisieren kann, damit da was reingeht. Da wird das im Oktober hin. Also es wird im Oktober auf jeden Fall abgebucht werden, aber ich möchte halt nicht damit ins Minus rutschen. Aber es wird abgebucht werden. Dieser Studienkredit kommt weg, koste es, was es wolle. Aber diesen Monat kann ich dafür nichts zurücklegen. Und der Grund ist eigentlich ein schöner. Ich schreibe jetzt mal die 77 rein. Allerdings einer, den wir wirklich überhaupt gar nicht erwartet haben. Also, der Patrick hatte vor, mit seinen 5 besten Freunden einen Urlaub zu machen in Kroatien. Und zwar das Ganze im Juli. Über meinen Geburtstag hinweg übrigens. So ein Mistkerl. Nein, das ist mir völlig egal. Mein Geburtstag verbringe ich eh am liebsten alleine Netflix schauend und Schokolade mampfend. Also, das ist nicht das Problem. Allerdings kam natürlich dann die ganze Corona-Situation und das Thema Reisen ist erstmal in so weite Ferne gerückt. Und die ganzen Reisewarnungen und Reisestopps. Und letzten Endes haben wir dieses Thema mit dem Urlaub dann sehr schnell komplett ad acta gelegt. Genauso auch unseren Urlaub, unseren Familienurlaub, der für August, September geplant war, hatten wir auch komplett ad acta gelegt. Das Problematische war, dass wir bereits immer die erste Zahlung getätigt hatten. Also die erste Hälfte von der Zahlung ging bereits runter vom Konto. Und das war dann natürlich ein bisschen frustrierend, dass wir dann dachten zu wissen, dass der Urlaub nicht stattfinden würde, haben uns dann komplett auf die Terrassenbaugeschichte konzentriert und unser Zuhause so schön wie möglich zu machen, was wir auch absolut nicht bereuen. Also das ist so schön geworden. Es ist noch nicht komplett fertig, deswegen sage ich noch nichts. Aber wenn es komplett fertig ist, dann sage ich euch das natürlich sehr gerne. Allerdings, lange Rede, kurzer Sinn. 5 Tage, und das finde ich echt mal wirklich interessant, 5 Tage bevor Patricks Trip geplant war, werden diese Einreisebestimmungen, also diese Verbote aufgehoben und es ist theoretisch wieder eine Einreise möglich, es ist theoretisch wieder ein Urlaub möglich. 5 Tage vorher, also ich finde, knapper geht es gar nicht, aber es sieht jetzt tatsächlich so aus, als würde dieser Urlaub stattfinden. Und damit haben wir wirklich so gar nicht gerechnet. So überhaupt gar nicht. Jetzt sind diese, und da geht es um 800 Euro, die jetzt fällig wären, einfach in andere Töpfe geflossen währenddessen. Also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, komplett in Terrasse oder komplett dahin oder dorthin. Es ist einfach in andere Sinking Funds verteilt worden mit dem Gedanken, ja, das Ganze wird vor 2021 eh nichts werden. Naja, so spielt das Leben. Es wird wohl was werden, was aber auch bedeutet, dass ich jetzt innerhalb eines Monats, also in diesem einen Budget, 800 Euro extra auftreiben muss. Und das ist natürlich echt eine Hausnummer. Das ist echt eine Hausnummer. Ja, und da sind natürlich diese 330 Euro, die ich da... Nee, 320 Euro, glaube ich. Egal. Die ich hier mit zusätzlich zahle eigentlich für den Studienkredit. Die sind da ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das Ganze eine ziemliche Herausforderung ist. Aber ich habe hin und her gerechnet. Ich mache mir ja immer so ein Cheat-Sheet, weil wenn ich jetzt mit euch Live-Budgeting machen würde,
so ohne jeglichen Plan würde so ein Video 3 Stunden dauern. Und ich glaube, das würdet ihr nicht unbedingt gerne schauen. Jedenfalls habe ich es irgendwie hingewogen. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich mir da so überlegt habe. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Ich habe keine Ahnung, ob das komplett nach hinten losgeht. Es könnte sein, das wird so der härteste Monat, den wir bislang hatten. Aber ja, ich freue mich natürlich mega für Patrick. Der hat sich den Urlaub sowas von verdient nach dem ganzen Stress. Und das ist die beste Nachricht aller Zeiten, dass es klappt und wir trotzdem auch noch unsere wunderschöne Terrasse bekommen. Aber ja, wir werden natürlich in der einen oder anderen Kategorie schon richtig, richtig krass einsparen müssen. So, jetzt habe ich aber wirklich lange Zeit geredet. Also das ist der Grund, warum hier nur 77 stehen. Die Sinking Funds 1, da kommen 415 Euro rein, um die komplett zu bedienen. Die Sinking Funds 2 lasse ich jetzt mal übrig. Das ist das, wo dann auch letzten Endes dieses Urlaubsbudget drin steckt. Emergency Fund tut mir unglaublich leid, aber ich muss eine 0 reinschreiben. Das geht einfach sich diesen Monat nicht aus. Ich bin allerdings schon ganz stolz auf mich, dass ich die 50 Euro, die drin stecken im Emergency Fund, noch nicht angepackt habe. Ich hätte ja mit dem Handy so einen Anlass gehabt, die anzupacken, aber ich habe mich dagegen entschieden. Mehr für die Psyche als wegen der Logik, ehrlich gesagt. Ich will einfach, dass der wachsen darf. Aber den Monat wird es leider nichts, außer ich könnte noch so viel zuverdienen, dass ich hier was reinpacke. Aber das, glaube ich, würde eher in andere Kanäle fließen. Ebenso mit den Spenden. Kommen wir hier gesamt auf, einmal bei den Schulden, 1580. Plus 329 plus 77 ist gleich 1986. Das da hier lasse ich noch frei, wie gesagt. Und jetzt wird es spannend. Da zoome ich euch auch gleich mal richtig schön rein, wenn mein Handy mich lässt. Zack. So, okay, das ist ein bisschen arg weit. So, so ist, glaube ich, besser. Die Lebensmittel. Wie ihr wisst, haben wir das erstmalig seit der Quarantäne im letzten Monat geschafft, dass wir mit 800 Euro klargekommen sind. Und es war auch wirklich nicht einfach, aber es war machbar. Und ich weiß einfach, wenn ich die bin, die die Einkäufe übernimmt und wenn ich Meal Planning mache und das wirklich komplett durchplane, von A bis Z, egal wie viel Zeit mich das kostet, dann komme ich mit weniger aus. Und letzte Woche zum Beispiel waren es 105 Euro, die ich für einen Monat ausgegeben habe, die ich eben für eine Woche ausgegeben habe. Und das hat mir halt gezeigt, es ist möglich. Und es waren halt wirklich leckere Sachen, die wir da gegessen haben. Schöne frische Sachen. Wir mussten auf nichts verzichten. Wir haben auch weiterhin viel Schoki gegessen. Aber das Ganze war halt wirklich um einiges günstiger. Jetzt schreibe ich da mal eine Zahl rein und bin gespannt, was ihr davon haltet. So. Oh ja. Das ist mein Plan. Ich möchte 400 Euro als Essensbudget hier reinschreiben. Dazu muss man wissen, dass der Patrick die komplette letzte Woche nicht da ist. Der ist ja dann im Urlaub. Das heißt, die komplette letzte Woche kann ich mit den Kindern schalten und walten, wie ich das möchte. Und wenn ich und die Kinder essen, dann ist es nun mal einfach viel, viel, viel günstiger, als wenn Patrick da ist. Und dann gibt es auch fast kein Fleisch. Und ja, es gibt einfach andere Sachen. Günstige Sachen. Es gibt Pfannkuchen, es gibt irgendwie Kartoffeln, alles, was man aus Kartoffeln so machen kann. Wir haben da einfach andere Vorlieben. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass das hinhauen könnte. Und was auch mit reinspielt, ist, dass wir ja jetzt diesen Wassersprudler bestellt haben, der dann ankommt, bald, morgen glaube ich, oder übermorgen. Und wir dementsprechend 50 Euro im Monat sparen an Wasserkosten. Das heißt, das wären eigentlich 50 Euro, die wir uns eh gespart hätten, womit wir auf 750 gekommen wären. Trotzdem, wie gesagt, echt eine Hausnummer und das ist eine große Herausforderung, da werde ich nicht lügen, aber mal sehen. Ich nehme es mir jetzt einfach mal vor und ihr seid dabei und hoffentlich könnt ihr mich ein bisschen unterstützen in den Kommentaren und habt vielleicht Vorschläge für super leckere, aber sehr günstige Rezepte. Freue ich mich sowieso immer darüber. Ja, wir versuchen es einfach mal. Dann das Haushaltsbudget. Wundert ihr euch wahrscheinlich erstmal, weil das höher ist als sonst. Normalerweise haben wir 100 Euro. Allerdings muss ich davon ja den Sprudler noch zahlen, den wir ja bestellt haben. Der kostet
lasst mich mal nachschauen, 117,99 Euro kostet der Sprudler, den wir davon zahlen. Das heißt, letzten Endes haben wir nur 32 Euro, genau, 32 Euro Haushaltsgeld anstatt 100. Also hier auch eine große Herausforderung. Beim Tierbedarf schreibe ich 30 Euro rein. Beim Kinderkram kommen nur 12 rein. Tierbedarf geht deswegen hoffentlich sich aus, weil ich jetzt endlich eine Marke gefunden habe, die alle mögen, die aber günstig ist. Die haben irgendwie vorher nur so das Feinste vom Feinen gemocht, beziehungsweise irgendwas hat die Hälfte gemacht, die andere nicht, oder sie mochten es für eine Woche und dann überhaupt gar nicht mehr. Ich weiß, ich sollte mir darüber wahrscheinlich nicht so viel Gedanken machen und mir denken, wenn sie Hunger haben, werden sie schon fressen. Das sagt auch Patrick, aber es sind halt meine Fellbabys, ne? Da bin ich so ein bisschen eigen. Kinderkram 12 ist tatsächlich nur das Taschengeld, was sie kriegen. Also 3 Euro pro Woche, 2 für den Großen, 1 für die Kleine. Geht deswegen, weil die von der Oma, die so happy war, als sie ihre kleinen Enkelkinder nach der Quarantänezeit wiedergesehen hat, ein Sparschwein bekommen haben. Das bekommen die immer, so übers Jahr wird es gefüllt und dann wird es irgendwann halt geschlachtet und das haben sie dann bekommen und da drin waren, glaube ich, pro Nase 50 Euro ungefähr. Also sind die gerade reich. Die haben wirklich gut Geld und was sie sich so wünschen, können sie sich selber kaufen und das Taschengeld kriegen sie natürlich trotzdem. Und dann haben wir die Freizeitkategorie und hier wird es nochmal arg, weil hier packe ich 10 Euro rein. Wir werden wieder das so machen, wie wir es schon einmal in dem Weekly Check-In gemacht haben. Freizeitsachen, die kein Geld kosten. Schöne, was weiß ich, einen Damm bauen. Also die Klassiker halt einfach draußen sein, Fahrrad fahren, Schnitzeljagd. All diese Sachen und 10 Euro gebe ich uns als Freizeitbudget und das gilt auch natürlich für die Zeit, wo Patrick nicht da ist. Da kann ich dann eh viel machen. Da werde ich euch mal ein bisschen dran teilhaben lassen, was wir uns da so einfallen lassen, was nichts kostet. So, dann werden wir mal dieses klitzekleine Budget zusammenrechnen. Dafür muss ich euch nochmal rauszoomen. So. Mit so wenig sind wir noch nie zurechtgekommen. Aber es gibt für alles ein erstes Mal. Und ich bin jetzt zumindest noch super motiviert. So, sind 602 Euro. Das sieht natürlich gleich anders aus. Mal als Vergleich, im letzten Budget hatten wir 1060 Euro und 1800 haben wir letzten Endes ausgegeben, aber da steckt ja dieses elendige Handy mit drin. Aber von 1060 auf 602, ne, das ist mal ein ordentlicher Schritt. Okay, dann haben wir soweit mal das, was jetzt erstmal wichtig ist. Und jetzt finden wir gemeinsam raus, wie viel Geld wir damit zusammengekratzt haben, wie es irgendwie nur ging, was wir dann hier für diesen Sinking Fund 2 übrig haben, wo dann letzten Endes auch Patricks Urlaub mitfinanziert wird. Also, wir haben ein Gesamtbudget in Höhe von 4.167 Euro. Abziehen müssen wir davon 146 Euro, das sind die Fixausgaben. Dann ziehen wir davon ab 1.986 Euro, das sind die Schulden mit leider nur der Mindestrate vom Studienkredit. Dann ziehen wir davon ab 602 Euro, das sind unsere variablen Kosten. Und dann ziehen wir noch davon ab die 415 Euro, die wir für die Sinking Funds 1 brauchen. Das sind die einmal im Jahr anfallenden Ausgaben. Bleiben 1.018 Euro, um sie in die Sinking Funds 2 zu stecken. Das klingt jetzt erstmal absolut genial und nach richtig, richtig viel Asche. Ist es aber nicht wirklich. Warum nicht, werdet ihr gleich sehen. Und dafür drehen wir das Ganze mal hier um. Also, wir haben 1.018 Euro zur Verfügung. Ich mache da mal eben hier eine Notiz. 1.018 Euro sind unser Budget. So, jetzt ist mir der Akku ausgegangen. Also, es geht nochmal weiter. Von diesen 1.018 Euro wandern, und die habe ich auch schon eingetragen, bevor ich gecheckt habe, dass ich überhaupt nicht mehr aufnehme, 800 Euro in diesen Urlaubs
Sinking Fund. Also es ist kein richtiger Sinking Fund. Das wird ja diesen Monat auch gleich wieder verschleudert. Das heißt, bleiben 218 Euro übrig. Jetzt ist es so, dass ich für den Finn einen Kastrationstermin ausgemacht habe. Der arme kleine Kerl, schnipp, schnapp, hilft nichts. Der hat an der Siri, die rollig war, zu viel Interesse gezeigt. Also meine Babys werden erwachsen und die werden jetzt auf jeden Fall kastriert oder sterilisiert bei der Ella. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Finns Termin schon fest und er wird auch gechippt werden zu dem Anlass. Und ja, da werden 54 Euro nicht reichen. Das ist das Problem. Das heißt, ich packe von diesen 218, die übrig sind, 30 Euro in den Gesundheitsfonds rein. 218 minus 30, da werkelt sich jetzt gerade wieder mein Hirn. 218 minus 30 ist 188. Sieht immer noch gut aus, aber erinnert ihr euch, wir hatten doch 150 Euro Geburtstagsgeld von mir. Was ich wirklich herzlichst gerne für diese ganze Urlaubsgeschichte jetzt ausgeben würde, aber das Ganze ist ja schon verplant. Das ist das Problem, was passiert, wenn man sein Geld schon für die Zukunft verplant und dann passiert wieder mal sowas. Aber irgendwie bin ich auch ganz froh drum, weil sonst hätte ich mir die Sachen nicht gekauft und ich bin wirklich total happy mit meinem Stuhl und mit dem Besteck und ja, man soll sich ja auch mal was gönnen. Vor allem bin ich alleine mit den Kindern an meinem Geburtstag. Meine Mama ist auch nicht da, die fährt mit meinem Papa in Urlaub. Das heißt, ja, also den Stuhl habe ich mir schon verdient, würde ich sagen. In den Feiern-Fund packe ich jetzt allerdings nicht die ganzen 150, sondern nur die 133 habe ich mir ausgerechnet, mit denen ich praktisch das Ganze wieder auf Null bringe. Genau, ich sehe auch gerade, hier ist es noch falsch drin. Das ist auch schon einer von euch aufgefallen, dass ich diese 8 Euro für diesen Einkauf für das Gewinnspiel nicht eingerechnet hatte. Also minus 133. So, so viel war das nämlich. 133 rein, Feierlichkeiten auf Null. So, dann habe ich praktisch 188 minus 33, das geht. Da sind noch 55 Euro übrig. Und da würde ich jetzt wirklich so ganz mit mini kleinen Zahlen hier arbeiten. Und zwar würde ich 4 Euro in den Friseurfund reinpacken, weil ich weiß, dass Patrick nochmal zum Friseur gehen wird vor dem Urlaub. Und 27 hat er das letzte Mal gezahlt. Er geht immer zur gleichen, also nehme ich mal schwer an, dass er wieder 27 zahlt. Das heißt, wir sind bei 51 Euro. Und jetzt, was habe ich noch gesagt? Genau, tanken und parken. Ja, da müssen wir natürlich auch noch was reinpacken. 50 Euro, ja, 51 Euro. Der komplette Rest, oder mache ich das? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Soweit habe ich nicht vorgeplant. Da merkt man auch gleich, was passiert, wenn ich nicht vorplane. Ja. Ich mache 51 Euro in Tanken und Parken rein, damit ist das Geld verbraucht. Wir werden tanken müssen. 51 Euro ist nicht einmal eine volle Tankfüllung, aber wir haben ja noch Gott sei Dank 51 Euro drin. Und das Geld, gewöhnt euch nicht zu sehr daran, da werde ich schauen, ob ich das noch woanders eventuell unterbringen muss. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob mich der Kilian noch kurze Hosen braucht. Ja, also da ist noch nicht aller Tage Abend. Da ist noch nicht das letzte Wort gesagt. Genau. Jetzt bin ich komplett durcheinander, aber das war's. Wir haben das komplette Geld verbraucht. Sollte ich diese 51 Euro hier nicht brauchen, wird das natürlich sofort in den Studienkreditfonds reinfließen und auch alles, was ich zusätzlich noch irgendwie verdienen kann durch Verkäufe oder was auch immer. Ich mache jetzt auch so Online-Umfragen. Das ist halt wirklich zurzeit schwierig, ne? Weil die Kinder sind einfach nur 2 Stunden außer Haus. Oh, ich freue mich schon aufs Wiedereinsteigen in die Arbeit, ehrlich gesagt, dann, damit alles wieder so ein bisschen lockerer wird und ich wieder mehr Luft habe. Aber jetzt ist es halt so, wie es ist und das ist auch gut so.
ich werde schauen, was ich machen kann. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde euch beim Weekly Check-In dieses Mal auch auf dem Laufenden halten, wie viel ich jeweils pro Woche, und ich hoffe wirklich, dass ich pro Woche was zur Seite legen kann, dazu verdient habe, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Aber wir haben es geschafft. Das Juni-Budget steht. Es wird spannend. Das heißt, macht euch auf ein neues Meal-Planning-Video schon mal gefasst, das dann morgen oder übermorgen online geht. Es geht jetzt einfach jeden Tag ein Video online, weil jetzt gerade ist es spannend. Jetzt habe ich ganz, ganz viel im Kopf, was ich mit euch teilen möchte. Und wir werden sehen, wie das Ganze dann läuft. Der Juni ist mein Glücksmonat, mein Geburtstagsmonat. Also wenn es laufen sollte, dann doch wohl in dem Monat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.